Am 31. Oktober 2011 wird in Österreich wieder gezählt. Erinnern Sie sich noch an die letzte Volkszählung? Im Mai 2001 war man in 3,3 Millionen Haushalten mit der Beantwortung der Fragebögen beschäftigt. Pro Familienmitglied mussten bis zu 20 Fragen beantwortet werden. Wann sind Sie geboren? Welches Geschlecht haben Wie Sie? Wie ist Ihr Familienstand? Welche Staatsbürgerschaft besuchen besitzen Sie? Zurzeit Sie? Sind Sie in Ihrem Haushalt der Haushaltungseinrichtung? Beziehen Ehefrau? Sie eine Pension aus Arbeiter, angelernte Arbeiter, sind Sie arbeitslos? Sind Sie vollbürgerlich oder Mitarbeiter? Danke. Keine weiteren Fragen. Bei der letzten Volkszählung gingen mehrere tausend Personen von Tür zu Tür. Sie teilten Fragebögen aus, halfen bei der Beantwortung der Fragen und sammelten die ausgefüllten Formulare wieder ein. Die Gemeinden leiteten die Fragebögen anschließend an Statistik Austria weiter, wo sich mehr als 100 Personen mit deren Auswertung beschäftigten. 230 Tonnen Fragebögen. Damit könnte man einen Papierstapel errichten, der 27 Mal so hoch ist wie der Stephansdom oder fast so hoch wie der Großglockner. Oder alle 46 Millionen A4-Blätter aneinandergereiht ergeben eine Strecke von Wien bis zur australischen Ostküste. 2011 wird alles anders. Österreich startet in die Registerzählung. Anstelle von Fragebögen werden nun Daten aus bestehenden Verwaltungsquellen verwendet. Die 2357 Gemeinden leiten die Informationen über Haupt- und Nebenwohnsitze an das zentrale Melderegister weiter. Dieses bildet die Basis der österreichischen Wohnbevölkerung. 14 weitere Registerbereiche dienen der Vervollständigung und dem Abgleich der Daten. Dazu zählen beispielsweise Daten des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, das Bildungsstandregister, das Gebäude- und Wohnungsregister sowie das Unternehmensregister. Um den Datenschutz zu gewährleisten, werden die Daten anonymisiert. Jede Person bekommt von der Datenschutzkommission einen eigenen 172-stelligen Code, das bereichsspezifische Personenkennzeichen. Bei Statistik Austria fließen dann alle für die Registerzählung wichtigen Informationen zusammen. Statistik Austria erhält zur Identifikation der Personen nur den Code und keine Namen. Dadurch ist die Anonymität immer gesichert. Die Registerzählung umfasst die Themen Demografie, Bildung, Haushalte und Familien, Pendelverhalten und Erwerbsstatus, Arbeitsstätten sowie Gebäude und Wohnungen. Ein 16-köpfiges Team führt die Daten zusammen, analysiert sie und wertet sie aus. Die Ergebnisse sind vielfältig und vielfältig nutzbar. Beispielsweise regeln die Einwohnerzahlen der Länder und Gemeinden die Verteilung der öffentlichen Mittel. Die Arbeits- und Schulwege werden in der Pendlerstatistik ausgewertet und stehen für verkehrstechnische Planungen zur Verfügung. Die Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungs- sowie Arbeitsstättenzählung liefern wichtige Informationen für wirtschafts- und sozialpolitische Entscheidungen. Manche Informationen sind vielleicht auch für Sie von Interesse. Dank der neuen Methode stehen diese zukünftig sogar jährlich zur Verfügung. Sollte es also am 31. Oktober 2011 an Ihrer Türe klingeln, dann ist es vielleicht der Postbote oder eine Freundin, die zum Essen kommt. Aber Fragebogen werden Sie keinen mehr erhalten. Denn wir stellen keine Fragen mehr. Wir beantworten sie.